Die Zukunft der Mobilität wird elektrisch sein. CO2-neutral und sauber werden wir über die Straßen gleiten. Dass sich die Elektromobilität durchsetzen wird, davon sind viele Fachleute überzeugt. Einen reinen Verbrennungsmotor, wie wir es heute kennen, gibt es eigentlich in absehbarer Zeit nicht mehr. Also bis 2050 ist das alles Elektro-Elektro-Hybrid. Also im Bereich vom Personenwagen bin ich schon überzeugt, dass der Elektroantrieb eigentlich der Antrieb der Zukunft sein wird. Doch im Moment sind wir davon noch weit entfernt. Denn gerade einmal 1,3 Millionen Elektrofahrzeuge sind aktuell weltweit zugelassen. Etwas mehr als 1 Promille der 1,2 Milliarden Fahrzeuge auf der Erde. Und das nicht ohne Grund, denn aktuell sind drei große Fragen der Elektromobilität noch ungelöst. Das eine ist die Reichweite. Nachher haben wir eine Ladeinfrastruktur, die noch nicht sichtbar ist. Der Kunde braucht Visibilität. Und das dritte ist halt schon noch der Preis. Tatsächlich sind Elektromobile Stand heute noch deutlich teurer in der Anschaffung als ihre verbrennenden Konkurrenten. Um die 10.000 Franken kosten die Elektromodelle im Schnitt mehr. Ein E-Golf zum Beispiel kostet aktuell etwa 37.000 Schweizer Franken, sein günstigster Benzincousin nur knapp 21.000 Schweizer Franken. Für den Kunden im Moment noch ein schlechtes Geschäft. Wichtigster Kostenfaktor ist bei den Elektromobilen die Batterie. Ein Problem, mit dem sich auch die Batterieforscher der EMPA intensiv auseinandersetzten. Doch sie stellen eine positive Entwicklung in Aussicht. Wenn man sich anschaut, wie die Batteriekosten sich in den letzten Jahren entwickelt haben, da kann man sehen, dass sie in etwa 8% pro Jahr günstiger geworden sind. Und ich denke, es ist auch realistisch, dass sich dieser Trend noch weiter fortsetzen wird. Um diesen Prozess zu beschleunigen, entwickeln die Forscher neue Materialkombinationen, die sie in kleinen Testbatterien auf die Probe stellen. Ziel ist es, Kosten zu senken und Leistung zu erhöhen. Doch der Fortschritt hängt nicht nur von den Materialien ab. Batteriesysteme können noch weiter optimiert werden in Bezug auf zum Beispiel auch Anordnung der Zellen in dem großen Batteriesystem oder in Bezug auf das Kühlsystem, auf das Battery Management System, auf die Elektronik. Da kann man sicherlich auch noch viel rausholen. Es ist also nicht nur die Chemie, die da wichtig sein wird, sondern auch das Gesamtsystem. So könnte es mit den hohen Preisen für die Elektromobilität in absehbarer Zeit ein Ende haben. Ein weiteres Problem der Elektromobilität, die eingeschränkte Reichweite. Aktuell liegen die Reichweiten der Elektroautos laut Hersteller bei etwa 200 bis 500 Kilometern. Vielen ist das zu wenig. Man hat häufig noch Angst, dass die Reichweite und die Leistung von diesen Fahrzeugen nicht ausreichend sind. Das ist zum Teil objektiv begründbar, weil sie tatsächlich noch nicht die Reichweiten haben. Aber häufig ist es auch so, dass man im Alltag die Reichweiten gar nicht braucht. Solange Zugang zu Batterieladestationen besteht, sind lange Reichweiten eigentlich unnötig. Denn tatsächlich stehen die meisten Autos die meiste Zeit. Und auch vor Leistungsfähigkeit der Batterien macht der Fortschritt nicht Halt. In den letzten Jahren sind Lithium-Ionen-Batterien jährlich in etwa 5% leistungsfähiger geworden. Die Energiedichte von Benzin oder Diesel wird wohl leider nie erreicht werden können. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Energiedichte noch noch verdoppelt werden kann, sicherlich in den nächsten 10, 15 Jahren. Und das würde Reichweiten um 1000 Kilometer bedeuten. Mittelfristig scheint also auch das Reichweitenproblem lösbar. Etwa 1700 Ladestationen gibt es aktuell in der Schweiz. Wie viele es sein müssten, wenn der Verkehr komplett elektrisch laufen soll, ist im Moment kaum absehbar. Unklar ist zum Beispiel, wie die Versorgung in Wohnquartieren funktionieren soll, in denen viele Bewohner keine festen Parkplätze für ihre Autos haben. Wie kommen wir beim Mieter in seine Mietwohnung bzw. in die Tiefgarage hinein? Wie machen wir das mit Laternenparkplätzen? Wo können wir laden? Das sind unsere Fragestellungen.
Für das rentable Betreiben gewerblicher Schnellladestationen gibt es bisher noch kein echtes Geschäftsmodell. Tesla betreibt gezwungenermaßen ein Netz eigener Stationen, Porsche plant ebenfalls ein solches. Es droht eine Vielzahl an Systemen. Zu bedenken gilt es auch, welchen Strom man in die Batterien der Elektromobile lädt. Solange wir nicht genug erneuerbaren Strom haben, den wir in die Elektroautos hineintanken können, sind sie noch nicht wahnsinnig viel besser als die klassischen Verbrennungsautos. Die Priorität liegt eigentlich darauf, dass man Kraftwerke, Stromkraftwerke zuerst erneuerbar gestaltet und dann umstellt auf Elektromobilität. Und dieser erneuerbare Strom müsste weltweit bereitgestellt werden, bei stark wachsendem Bedarf. Doch die größten Fragezeichen stehen hinter der benötigten Netzleistung. Denn wenn zum Beispiel nur 5000 Fahrzeuge mit einer Batterieleistung von 100 Kilowattstunden gleichzeitig innerhalb von 20 Minuten an Schnellladestationen geladen werden sollen, benötigen sie die Leistung von 1,5 Gigawatt dazu. Vergleichbar mit der eines größeren Atomkraftwerks. Bei einer kompletten Umstellung auf Elektro gäbe es in der Schweiz 6,5 Millionen Fahrzeuge mit Ladebedarf. Wie das funktionieren soll, liegt im Moment noch völlig im Dunkeln. Herr Bach, es gibt noch viele offene Fragen bei der Elektromobilität, weil Sie sich bei der EMPA damit beschäftigen. Was spielt bei Ihnen die Elektromobilität für eine Rolle? Also die Elektromobilität ist natürlich auch bei uns ein wichtiges Standbein. Allerdings glauben wir, dass wir vor allem jetzt, wo wir vielleicht die technischen Entwicklungen noch nicht alle abschätzen können, den Fächer muss auftun. Es gibt sehr unterschiedliche Anwendungen der Mobilität, von Sportwagen über Luxusauto, Kleinwagen bis hin zu Lastwagen oder Baumaschinen. Und darum untersuchen wir da auch andere Antriebskonzepte. Sie sprechen hier gerade das MOVE-Konzept an, das Sie von der EMPA entwickelt haben. Was unterscheidet denn das Konzept von vielen anderen, die heute im Raum sind, wenn es um die Mobilität der Zukunft geht? Also wir sind überzeugt, dass es mehrere Antriebskonzepte braucht, vor allem in der Nachzukunft. Einfach weil die Mobilität sehr heterogen ist, von verschiedensten Anwendungen. Schlussendlich ist unser Ziel, dass wir mit dieser Technologie die CO2-Ziele von Paris erreichen können. Und so funktioniert das MOVE-Konzept. Die Grundlage für alles bildet der überschüssige Strom aus erneuerbarer Energie wie Wind- oder Solarkraft. Die EMPA-Forscher wollen den Überschussstrom so speichern, dass er für die Mobilität genutzt werden kann. Darum suchen sie nach ökologisch sinnvollen Batterie- und Ladekonzepten für die Elektromobilität. Wie wir aber gesehen haben, gibt es da im Moment noch einige offene Fragen. Deshalb ist die Elektromobilität auch nur einer von mehreren Bausteinen des MOVE-Konzepts. Die Forscher wollen den überschüssigen Strom auch anders speichern. Und zwar, indem sie daraus klimaneutrale Treibstoffe machen. Deshalb stellen sie mithilfe der sogenannten Elektrolyse aus Wasser Wasserstoff her. Wasserstoffmobilität ist im Moment aber sehr teuer und lohnt sich deshalb nur für Fahrzeuge, die im öffentlichen Verkehr im Dauereinsatz sind. Eine zentrale Stütze ist aber auch noch ein anderer Treibstoff, den man aus überschüssigem Strom herstellen kann, nämlich künstliches Erdgas. Das lässt sich aus Wasserstoff und dem Klimakiller CO2 mit einer sogenannten Methanisierung herstellen. Mit dem Gas ließe sich die Energie fast unbegrenzt in Tanks oder im bestehenden Gasnetz speichern. Der Fachausdruck für das künstliche Erdgas ist synthetisches Methan. Und hier wird an der Herstellung von künstlichem Gas bereits ausgiebig gearbeitet, am Paul-Scherrer-Institut im Aargau. Eine kleine Pilotanlage soll heute nach Zürich transportiert werden, gut verpackt in einem Container. Das Team um Ingenieur Serge Biolas hat monatelang auf diesen Tag hingearbeitet. Power to Gas nennt sich die Technologie. In wenigen Tagen soll die Pilotanlage mit der Produktion von künstlichem Erdgas beginnen und damit zum ersten Mal den neuartigen Treibstoff für Autos liefern, zu 100% klimaneutral. Die Technik, die sich in den Containern verbirgt, wurde im Labor des Paul-Scherrer-Institutes über Jahre entwickelt. Das komplexe Verfahren zur Herstellung des künstlichen Gases haben wir in groben Zügen bereits kennengelernt. Serge Biolas erklärt die Verfahrensschritte anhand seiner Apparaturen.
Im ersten Schritt wird Kohlendioxid und Wasserstoff zugeführt, gemischt und dann zum Herzstück zugeführt. Das ist der Wirbelschichtreaktor. Ein Blick ins Innere des Reaktors zeigt ein feines Pulver. Es enthält das Metall Nickel. Sobald CO2 und Wasserstoff von unten her durch das Nickelpulver strömen, kommt es zu einer chemischen Reaktion. CO2 und Wasserstoff reagieren miteinander. Es entsteht Wasserdampf und damit künstliches Erdgas. Und das kann man dann zum Beispiel im Mobilitätssektor zur Stromerzeugung oder zum Heizen brauchen. Ökologisch sinnvoll ist die Produktion von künstlichem Erdgas aber nur, wenn der dafür benötigte Strom aus erneuerbarer Erzeugung stammt und nicht anderweitig gebraucht wird. Nach Meinung der Experten wird das in Zukunft immer häufiger passieren. Vor allem an sonnigen oder windigen Tagen kommt es in Zukunft zur Überproduktion von erneuerbarem Strom. Eine wertvolle Energie, die dann niemand brauchen und schlicht verpuffen würde. Genau das will man künftig vermeiden. Aus dem überschüssigen Strom könnte aber in Zukunft künstliches Erdgas entstehen, das direkt in das über 20.000 Kilometer große Gasnetz der Schweiz eingespeist werden könnte. Damit würde man nicht nur Haushalte, sondern nahezu alle Schweizer Tankstellen mit klimaneutralem künstlichem Erdgas versorgen können. Ein visionärer Ansatz, zu dem die Experten des Paul-Scherrer-Instituts bereits die Grundlagen für die industrielle Großproduktion von künstlichem Erdgas entwickelt haben. Berechnungen zeigen, rund 100 Stück ihrer Anlagen könnten genug künstliches Erdgas herstellen für insgesamt 60.000 Fahrzeuge. Werden also in 5 Jahren überall in der Schweiz solche Power-to-Gas-Anlagen stehen? Ich denke, 5 Jahre ist relativ eine kurze Zeit. Wenn alles gut läuft, werden wir 2 bis 3 Anbieter haben am Markt, die Power-to-Gas-Technologien erfolgreich umsetzen am Markt. Wir werden vielleicht 5 oder 10 Anlagen haben in der Schweiz, die wirklich unter marktwirtschaftlichen Bedingungen betrieben werden. Ich denke, wenn wir das Ziel erreichen, ist das schon ein schönes Ziel. Unterdessen ist die Power-to-Gas-Pilotanlage im Klärwerk angekommen. Hier entstehen jeden Tag große Mengen an CO2. Bisher strömte das aus dem Klärschlamm einfach in die Atmosphäre. Die Anlage im Container will dieses CO2 aber künftig als Rohstoff nutzen für die Produktion von künstlichem Erdgas. Gemeinsam mit den Forschern aus dem Paul-Scherrer-Institut tritt hier ein alternativer Energieversorger auf den Plan. Auch dieser will mit Power-to-Gas Neuland erobern. Die Vision geht weiter. Wie kommen wir zu mehr erneuerbares Gas? Und wir möchten das CO2, das wir jetzt im Hintergrund hier ausscheiden aus dieser Anlage, in den nächsten Energiezyklus einbinden und noch mehr Methan daraus herstellen. In den kommenden Monaten soll sich zeigen, wie leistungsfähig und zuverlässig die kleine Power-to-Gas-Anlage im Alltag wirklich funktioniert. Die Experten überprüfen noch einmal die Infrastruktur, die technischen Geräte und alle Sensoren. Dann kann es losgehen. Das künstliche Erdgas werden sie von hier aus direkt ins Gasnetz der Schweiz einspeisen und ab jetzt Gastankstellen auch mit klimaneutralem Treibstoff beliefern, hergestellt aus erneuerbarem Strom. Wir befinden uns in der Motorenhalle der EMPA. Hier erforschen Wissenschaftler die Antriebstechnologien der Zukunft. Christian Bach zeigt uns, wie ein herkömmlicher Verbrennungsmotor in einen Gasmotor umgebaut wird. Also dann kommt dort noch das Gas hinführen. Genau. Das wird dann auf etwa 6 Bar abgeregelt und dann geht die Gasleitungen rein, die sind da unten. Sehen wir es nicht so gut, laufen unten durch und da hat es dann Injektoren, die das Gas einspritzen. Zündet und Kolben gegen den Druck. Läuft alles parallel wie beim Benzin oder Diesel. Aus der Sicht der EMPA-Forscher spielt der Gasantrieb in Zukunft eine wichtige Rolle, auch wenn er im Moment noch kaum beachtet wird. Obwohl schon lange auf dem Markt, hat es sich nie richtig durchgesetzt, das Fahren mit Gas.
356.000 Benzin- und Dieselfahrzeuge wurden in 2016 neu zugelassen. Gasfahrzeuge waren es gerade einmal 1.111. Seit Jahren sind die Verkaufszahlen ungefähr gleich niedrig. Insgesamt stehen den 6,5 Millionen Fahrzeugen in der Schweiz gerade mal 12.000 Gasfahrzeuge gegenüber. Für uns ist es nicht ganz immer nachvollziehbar, warum die Gasmobilität so einen schweren Stand hat. Es ist günstig, mit Gas zu fahren. Die Autos sind auch nicht wesentlich viel teurer als Benzin- und Dieselfahrzeuge, ganz im Gegensatz zu Elektroautos. Dass so wenig Gasfahrzeuge auf dem Markt nachgefragt werden, das erstaunt uns eigentlich auch. Einerseits sind sie ein klarer Vorteil in Bezug auf CO2-Emissionen. Andererseits ermöglicht eigentlich Gasfahrzeuge auch die Nutzung von Biogas und entsprechend energieeffizient. Doch selbst wenn man ausschließlich mit fossilem Erdgas fährt, ist der Gasantrieb schon relativ umweltfreundlich. Ein Vergleich mit dem Diesel zeigt, der CO2-Ausstoß ist rund 15% niedriger als beim Dieselmotor. Der Stickoxide-Ausstoß ist um 89% vermindert und Feinstaubemissionen sind sogar um 99,6% reduziert. Dennoch gibt es auch kritische Stimmen. Ich sehe den grossen Vorteil von einem Gasauto. Ehrlich gesagt nicht, das ist auch ein fossiler Brennstoff. Das heisst, man verändert eigentlich nichts. Man tut es einfach ersetzen durch einen anderen fossilen Brennstoff, Treibstoff, der ein bisschen weniger Schadstoff ausstößt, aber schlussendlich erreichen wir dann das Ziel von einem Pariser Klimaabkommen und von der Endlichkeit von der Energierohstoffe nicht. Deutlich verbessern könnten die Situation aber die Verwendung von Bio- oder synthetischem Gas. Heute liegt ihr Anteil im Gasverbrauch bei Autos bereits bei 10-20%. Je weiter er in Zukunft steigt, desto besser für die Umwelt. Herr Bach, Sie haben mir am Anfang gesagt, dass es ganze Haufen verschiedene neue Antriebe braucht, wo dann ein grosses Ganzes gehen. Aber je länger ich mich jetzt sehe, habe ich schon das Gefühl, dass gerade das synthetische Gas ein grosses Zahnrad können Sie in dem ganzen Uhrwerk. Wie sehen Sie das? Ja, ich glaube, das ist ein grosser Vorteil. Wir können eine neue Art von erneuerbaren Treibstoffen mit einer bekannten Art vom Fahrzeugantrieb kombinieren. Wenn man die gesamte Ökobilanz anschaut, schneidet die Antriebe sehr gut ab. Wichtig ist natürlich, dass man erneuerbare Elektrizität nutzt. Aber wir müssen schon ein bisschen realistisch bleiben. Also wir haben im Moment noch etwa 80% vom Gasanteil, wo noch fossil ist. Also da braucht es noch einiges, dass man es überhaupt schaffen kann. Ist das möglich? Ja, das ist grundsätzlich möglich, denke ich mir, eine grosse Anzahl Fahrzeuge auf Gas umzustellen. Wenn die mit fossilem Gas fahren, haben sie immerhin schon 20% weniger CO2. Mit dem Biogasanteil, den man heute schon hat, nochmal etwa 20%. Also sind sie zwischen 30-40% tiefer. Wenn wir jetzt noch kontinuierlich den Power-to-Gas-Anteil erhöhen, dann sind wir auf absehbare Zeit in der Lage, Hunderttausende von Gasfahrzeugen mit 50%, sage ich jetzt mal, erneuerbarem Gas zu betreiben. Und wenn man das langfristig anschaut, gibt es keine physikalische Barriere, nicht vollständig auf synthetische Treibstoffe, sei es jetzt gasförmige, flüssige oder auch elektrische, umzusteigen. Und dann wären wir absolut CO2-neutral. Genau, das ist das Ziel. Zurück in die Motorenhalle der EMPA. Dieses Auto enthält nicht nur einen Gasmotor, sondern einen Hybridantrieb. Eine Kombination aus Gas- und Elektromotor, die uns Christian Bach gleich erklären wird. Was zeichnet denn jetzt das Auto aus, neben dem Gasmotor, den es drin hat? Das Ziel von diesem Projekt ist zu zeigen, dass wir mit Elektrifizierung oder Hybridisierung einen Antrieb noch mal wesentlich sparsamer machen kann. Das hat auch den Vorteil, dass man Bremsenergie rekuperieren kann. Also wenn man bremst, dass man die Energie nicht vernichten muss, sondern in Strom zurückverwandeln kann, Batterien speichern und die dann wieder als Antriebsenergie zur Verfügung stellt. Ja. Sie beschäftigen sich seit Jahren mit Antriebstechnologien. Was fahren Sie denn privat für ein Auto? Und sagen Sie jetzt nicht ein SUV? Nein, ich fahre einen ganz normalen Kombi, aber mit einem Gasmotor. Für mich war es wichtig, mal von fossilen Benzin und Diesel wegzukommen. Und ich tanke, was immer geht, Biogas. Und bin ich zufrieden damit. Fazit: Es gibt sie, die konkurrenzfähige Alternative zu den fossilen Brennstoffen Benzin und Diesel.
Aber sie heißt nicht Elektro, Wasserstoff oder Gas. Vielmehr wird es ein Mix aus allem sein. Also nicht mehr eine fossile Lösung für alle Fahrzeuge, sondern alle möglichen guten Lösungen für ein Ziel: weniger Schadstoff in unserer Umwelt.